Hauptsache, herzlich willkommen bei RapMir. Heute reagieren wir auf die giftigste Rap-Stimme Deutschlands. Hemmschuh hat für die Blocks ausgekoppelt. Samet, danke nochmal, dass du mich letztes Mal korrigiert hattest. Ich habe die ganze Zeit Hemmschuh so gesagt. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Ja, ich glaube, ich muss gar nicht viel sagen. Eines der, habe ich ja schon oft genug gesagt, interessantesten Camps in Deutschland. Hemmschuh ist so der. Boah. Ich würde sagen, er ist so der Leader gerade da, ja. Also so vom Interessantheitsgrad, meine Meinung, die sind alle cool, die sind alle innovativ, die sind alle interessant, aber Hemmschuh, gerade mit seiner kranken Stimme, sticht einfach heftigst hervor. Wir gucken einfach mal, was er uns da wieder gezaubert hat. Farhad Tahir hat wieder das Video gemacht. Das für die Blocks, für die Streets, nicht für Cops, nur für G's, für die echten OG's. Das für den Benz, für den Beamer, für die Stresser und Dealer, vielleicht Halbs, vielleicht Villa. Okay. Also, es fängt jetzt schon so an, dass ich richtig Bock habe auf das Ding. Leicht gepitchte Stimme. Gar nicht so seine Rap-Stimme. Ja, Mann. Boah. Schön den Spannungsbogen aufgebaut, leicht gepitcht. Hat man noch gedacht, was ist da los? Wo ist deine Stimme? Und dann kommt wieder dieses Brett, Alter. Vielleicht Habs, vielleicht Villa. Was soll man dazu sagen? Heftiger Flow auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich wünsche mir, also Wunschfeed Nummer 1 ist einfach ein Feature mit Hafti. Haftbefehl, Hafti, mit Hafti. Haftbefehl und Hemmschuh müssen unbedingt, die müssen einfach. Das wirft einfach Jahre zurück, wenn man so überlegt, ach, wie Haftbefehl damals angefangen hat. Auch seine perverse Stimme, wo man so dachte, was ist das denn? Und jetzt hat man Bock auf sowas und da ist 2019 einfach der Hemmschuh und er bringt das nochmal zurück, bringt das ganze Ding nochmal auf die Straße. Boah. Er hat auch irgendwie eine Pferdelunge, habe ich das Gefühl. Ich merke die Pausen fast gar nicht bei ihm. Das ist echt krass. Also, das. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon angesprochen habe, aber der hat halt echt eine richtig krasse Atmung. Könnte auch gedoppelt sein. Das hört sich auf jeden Fall richtig geil an. Richtig schön gemacht. Vor allem wieder dieser Kontrast. Ich habe ja schon mal gesagt, ich stehe auf Kontrastmittel. Das macht einen Song einfach interessant. Da ist ein bisschen Abwechslung drin. Und dann dieser Übergang von das auf. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Kennt ihr Crack-Küchenmucke von Hafti? Also so vom Feeling her ist es genau das gleiche. Also, das ist so ein. Das ist jetzt so ein Track, bitte nicht nachmachen. Da hat man direkt Lust, sich eine Feinwaage zu besorgen und damit so Sachen abzuwiegen. Bah, krass. Warum ist dieses Video noch nicht durch die Decke gegangen? Dieser Track, meine ich.
Also ich glaube, das ist bis jetzt auch der absolute Lieblingstrack von Hemro, von mir. Boah. Und das ist auch wieder so diese gleiche Allüre. Bei Haftbefehl war er auch so scheiß auf den letzten Reim. Bei ihm genau das gleiche gerade eben. Ohne Scheiß drauf, ohne anzugeben. Fertig. Close. Lass die Affen aus dem Zoo. Oh, ich hoffe, das war eine Andeutung. Oha, also mehr als 3 Jahre, das ist ja schon. Ach, das ist ja schon Gift. Naja, gut, ich weiß nicht, ob die meisten von euch sich damit beschäftigen, aber. Als Ersttäter sollte man auf, normalerweise auf 2 Drittel rauskommen. Wenn man dann überlegt, dass die dann 5 Jahre durchsitzen müssen, Alter. Boah, ich finde, mit Dosis würde er sich auch richtig krass ergänzen. Das ist ja auch gerade jemand, der fängt gerade an, so seinen Hype zu generieren, seinen lang verdienten Hype. Und oh, ich sehe schon, also ich glaube, spätestens 2020, da werden ein paar Leute mehr den Hemshow kennen. Da haben sich die Supremos einfach mal wieder richtig Mühe gegeben mit ihren Signings und die wussten schon, was sie tun. Dann noch dieser düstere Gangster-Sound, wo der Bass einem einfach das Trommelfell wegklatscht. Geil. Knast oder Palast? Jetzt vorbestellen. 17.01. ist Release. Boah, das wird ein Jahr. Also, boah. Ja, Freunde, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblingstrack von Hemro ist. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, mit wem ihr euch eine Feature wünschen würdet. Hemro Featuring. Bin mir ziemlich sicher, ich weiß, was da kommen wird. Freunde, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Da war ich bis dann.